So, Granit, all den ganzen Granitkram, der kommt erstmal weg, ne? Das ist erstmal der erste Punkt. So, Pflastersteine. Ich wollte die eigentlich einlagern, beziehungsweise ich könnte eigentlich mal ein paar ein. Oh, ein süßes Schwein! Ja, genau, stimmt, habe ich vergessen zu erwähnen. Es gab ja das Problem, dass es keine Tiere gab. Das hatte den Grund, weil ich NPCs erzeugen, ausgeschaltet habe, damit keine Creeper rumlaufen, die mir mein ganzes Haus wieder kaputt machen und ich wieder von vorne anfangen darf. Deswegen habe ich jetzt auf friedlich gestellt und habe jetzt Tiere spawnen lassen, nur um den Zweck, um irgendwann mal einen Bauernhof, also nicht Bauernhof, aber so eine Art Stall mal zu bauen, damit ich mal was anderes zu fressen kriege, als immer nur Melone und Gemüse und nur gesundes Zeug. Bäh. Frischfleisch. Das gehört auch zur Nahrung dazu. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal jetzt auf friedlich zu stellen. Ist mir jetzt kackegal. Mit Monster spiele ich sowieso ungern, weil ich finde, Monster sind einfach unnötig. Das kostet mich nur Zeit, das kostet mich nur Nerven. Ich will einfach nur bauen. Darum geht's in diesem Spiel auch. Ah. Oh, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, immer her damit. Ich brauch viel Eisen. Okay. So. So, ich bin ein bisschen befreit. Die Ansprache von letzter Folge, die muss ich jetzt nicht mehr halten. Das heißt, ich kann jetzt mich ganz voll und ganz auf das Bauen konzentrieren. Also zu 50%. Wenn man gleichzeitig redet, dann zieht das von der Konzentration ein paar Prozente ab. Und ich bin jetzt am Überlegen. Also hier kommt der neue Fußboden. Das kann eigentlich wieder ersetzt werden. So, das ist der neue Fußboden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso ich das hier gemacht habe. Wegen den Granit wahrscheinlich. Ich habe mich ja immer noch nicht entschieden, was für einen Fußboden ich haben will. Ich glaube, das Granit, das mag ich nicht so. Ich könnte auch Holzboden nehmen. Das könnte ich machen. Ich nehme einfach Holzboden. Das ist zwar ein bisschen. Aber Holzboden will ich eigentlich auch nicht haben. Holzboden habe ich ja oben schon. Das ist sehr schwierig. Was ich jetzt erstmal mache. Ich glaube, das ist einfach. Ich habe Spitzhacken vergessen. Ich glaube, das werde ich jetzt tun. Ich werde mir jetzt ganz viele Spitzhacken machen. Ich räume den gesamten Granit, der sich jetzt hier befindet, einfach mal raus. Diesen komischen Kalkstein, also Diorit, den kloppe ich auch raus. Und dann werde ich mit den ganzen Steinen hier, werde ich dann den Raum wieder so herrichten, dass es wie ein Raum aussieht. Und dann werde ich den Fußboden austauschen, wo ich mir bis dahin dann noch überlegen muss, ja, was für einen Fußboden ich verwenden möchte. Ich stelle fest, dass die ganze Kohle hier schon aufgebraucht ist. Ich habe jetzt noch 10 Stück im Inventar, aber der sagt mir. Ja, gut. Also von Kohlemangel kann ich jetzt hier, glaube ich, nicht sprechen. Ich kann aber vom Platzmangel sprechen. Pass mal auf, die Steine brauche ich jetzt gerade sowieso nicht. Die hole ich mir später. Ich schmelze jetzt wirklich nochmal Pflastersteine ein. So. Diorit und Ki. Ach, Andesit ist das. Feldhake, Axt, den ganzen Kram brauche ich gar nicht. Ich brauche größere Kisten und überhaupt brauche ich eine Vision So, ich sortiere das jetzt mal ein bisschen so, normale Steine. So, und jetzt, meine Damen und Herren, Spitzhacken aus Eisen. Ich mache mir mal 2 Stück und jetzt noch welche aus Stein, damit ich nicht so viel Eisen verbrate. Immerhin besteht da die Chance, Diamanten zu finden. Nein, besteht sie nicht, aber es könnte ja trotzdem passieren. Und ich klopp jetzt den ganzen. Komm, ich fange mal mit Steinspitzhacke an. Ich klopp jetzt den ganzen Granit hier raus. Wie gesagt, den brauche ich für die Wände. Und wenn ich mir das so überlege, dann könnten die Wände sehr aufwendig werden, weil ich glaube, dass ich die Kiste in eine Art Versenkung einbauen will. Und das wird viel Material kosten. Aber ein Glück befindet sich auch hier sehr viel ausreichend Granit. Das kann man, glaube ich, sagen.
So, ich höre die Musik gar nicht. Wahrscheinlich, weil es hier zu dunkel ist. Die Musik übrigens, die habe ich ja jetzt angepasst. Also von der Lautstärke, ich habe letztens, glaube ich, auf 10%. Ich habe dann in der Aufnahme gehört, ja, ein bisschen leise, aber es ist eigentlich genau richtig. Ich habe jetzt auf 14% Lautstärke erhöht. Ich hoffe, dass das ausreichend ist. Andernfalls könnt ihr ja gerne Kritikpunkte oder Verbesserungsvorschläge selbstverständlich in den Kommentaren äußern. Dafür sind Kommentare natürlich auch da. Und dann muss ich mich noch korrigieren. In Folge 23 erwähnte ich Momfred. Er wird nicht mit PH, sondern einfach mit F geschrieben, so wie man es spricht. Momfred. Den hatte ich erwähnt, als ich über alte Spiele gesprochen habe und er führte zusammen mit einem Kollegen einen Kanal, No Limit Games, also NLG oder NLG. Und da kam der zur Sprache, weil der mir sehr sympathisch erschien. Und er hat jetzt einen eigenen Kanal gegründet, wo er so Videos macht, wo er Bock drauf hat, wann er Bock drauf hat. Und diese Einstellung bei YouTube finde ich sehr, sehr wichtig. Leider erzielte nur sehr wenig Klicks. Deswegen, ich habe gehofft, dass einige von euch vielleicht mal vorbeischauen könnten. Das wäre sehr klasse. So. Ja. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, dass ich wirklich vorhabe, den ganzen Granit hier rauszubauen. Ich weiß auch nicht, also wächst schon wieder der Größenwahn durch oder bin ich einfach dumm? Ja, womöglich. Es gibt viele Leute, die das jetzt in den Kommentaren bestätigen würden, aber das wird gelöscht. Das ist negative Propaganda, das wird entfernt. Nein, wird natürlich nicht entfernt. Ich lösche Kommentare nur selten, also wenn wirklich irgendwelche Spams, also sprich irgendwelche Links oder was, machen viele leider. Das wird entfernt oder was ich auch nicht leiden kann, das hasse ich wirklich wie die Pest. Wenn jemand den gleichen Kommentar unter 8 verschiedenen Videos kommentiert. So nach Motto, ja, dann liest das vielleicht. Ich lese alles. Ich lese komplett alles. Was ich nicht mache, ist es 8-mal lesen. Das lösche ich sofort, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist für mich auch eine Form von Spam. Boah, sag mal, wie viel Granit kann hier eigentlich entstehen? Wer braucht so viel eigentlich? Ich meine, ich habe vor, den Kellerraum jetzt komplett mit Granit zu bauen, aber ganz. Ich habe doch schon. Ich habe oben bestimmt schon 8 Stacks Eisen. Nicht Ei, also Granit. Ich habe 8 Stacks Granit, aber. Was, verstehen Sie, was ich meine? Das ist schon. So, gibt es so viel Granit? Sollte das normal sein oder wird das irgendwann durch einen Patch behoben? Das ist ja fast schlimmer als Kohle. Obwohl ich Kohle hier ehrlich gesagt ein bisschen misse. Momentan mehr Kohle als Granit. Das wäre ein super Ausgleich. Weil ich muss die ganzen ganzen Pflastersteine hier einschmelzen. Und das Eisen natürlich auch. Was auch ein wenig mehr sein könnte. Mein Gott, ich habe ganz schön noch viel zu tun hier. Das ist, also so breit will ich gar nicht bauen. Ich überlege gerade, hier habe ich Grenze gesetzt eigentlich, ne? Ich überlege, ob das reicht. Also von der Breite würde es auf jeden Fall reichen, aber ja, die Länge, die können. Wobei, ich bin jetzt mittlerweile schon. Ich glaube, mittlerweile reicht das schon. Ich werde hier einfach jetzt einen Cut machen.
Also kein Videocut, sondern das ist die Wand. Das ist jetzt die endgültige Wand. Hier werde ich mich jetzt nochmal kurz durchgraben. Und dann ist das jetzt die Raumlänge. Und im Notfall kann man das ja noch erhöhen, das ist ja kein Problem. Denn langsam wird auch die Truhe im Haus oben, die ist voll. Also da passt jetzt auch nichts mehr rein. Ich brauche neue Fackeln. Darf ich nicht vergessen. Ne, da ist schon wieder zu weit, ne? So, ich glaube, das soweit sollte das reichen von der Deckenhöhe. Wie weit muss ich noch? Oh, ich glaube, ich bin schon angekommen. Also hier soll die Wand sein. Dann werde ich hier, das werde ich jetzt noch wegbauen. Jetzt habe ich die Fackel runtergeschmissen. Ja. Diese Spitzhacken gehen viel zu schnell kaputt. Gott, jetzt denke ich gerade erstmal drüber nach, ne? Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Leider ist es so, auf der YouTube-Startseite kriege ich ja leider immer Videos zu sehen, die ich nicht sehen will, also vorgeschlagen. Und ich lese immer nur die Titel. Ja, wegen Volksverhetzung verklagt und ganzer Scheiß. Jetzt habe ich vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass ich meine Kanalreiche drastisch erhöhen will. Und ich will die Reichweite erhöhen und so viele Leute. Und ihr sollt kommentieren, Starlock schickt mich und so weiter. Ich hoffe, das ist jetzt auch keine Volksverhetzung. Mittlerweile kann ja schon alles alles heißen. Bitte, ich will doch einfach nur spielen. Mehr will ich gar nicht. Falls es euch beruhigt, ich hasse Politik. Ich will einfach nur frei sein. Ja, das muss... Nee. Das ist ja zu viel hier. Nee, das, Ach, okay, ich mach's ganz unkompliziert. Ich scheiß auf den Granit. Ich werde mir jetzt die Steine holen und dann erneuere ich den Fußboden. Was Schwachsinn ist, weil ich ja einen neuen Fußboden... Was soll ich für einen Fußboden nehmen, verdammt? Ich weiß nicht. Kann jemand Ted Mosby anrufen? Ich kenne mich mit Architektur nicht aus. Warte, schlagt ihr das vor? Genau. Ich baue den Fußboden jetzt unnötigerweise einfach mit Steinen zu, damit das fertig ist. So. Dann, hallo? Wieder rein. Nur damit das jetzt ein bisschen fertig... Wie kommst du hier... Ach, das Fenster ist ja offen. Man klettert nicht in anderes Leute-Haus durch das Fenster. Das ist illegal. Auf... Sag mal, ist das eigentlich illegal? Wenn man angenommen... Mal angenommen, im Haus, ja, man lebt in einem Haus und, weiß nicht. Die blöden Nachbarskinder schießen die Scheibe kaputt mit ihrem blöden Fußball. Wenn nachts ein Einbrecher jetzt durch das Fenster steigt, ich meine, die Glasscheibe ist ja weg, ist das dann trotzdem Einbruch? Eigentlich ja, ne? Wobei man dann als Einbrecher sagen, ja, ich dachte, es ist Tag des offenen Fensters. Ich darf hier sein. Womöglich schneidet er sich dann noch an den Scherben, an den Scherbenresten und verklagt dich wegen fahrlässiger Körperverletzung und kriegt Recht.